Let's start again. Moin, jetzt wär's unser Besserinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine lieben Freunde, wir haben ja in der letzten Folge hier so ein paar Attraktionen gebaut, haben angefangen, die Warteschlangen dafür auszudekorieren und da werden wir heute weitermachen. Wir werden jetzt zuallererst einmal hingehen und werden hierfür nochmal ein paar Bäumchen nehmen. Da holen wir unsere gut geliebten Tannen wieder raus. Hier hatte ich aber die Felstannen, glaube ich, genommen. Da werden wir jetzt noch ein paar Stück dran stellen, vor allen Dingen hier oben an das Stück. Da können wir richtig schön mit Felstannen arbeiten, damit das hier dann nochmal richtig, richtig viel, viel schicker aussieht. Und hier hatte ich ja letztes Mal auch noch so einen richtig schönen, schicken Teich hingebaut. Und hier können wir nämlich jetzt auch nochmal richtig schön mit Bäumen oder so arbeiten. Hier machen wir nochmal eine richtig schöne Felstanne hin, genau. Und dann können wir nämlich anfangen, hier mit Gebüschen auszudekorieren. Und ich glaube, ja, wir haben jetzt hier schon mittlerweile die 70% erreicht. Wir werden versuchen, heute in der Folge vielleicht schon den Park so weit zu bekommen, dass wir ihn eröffnen können. Denn wir müssen ja langsam aber sicher so ein paar Einnahmen erzielen, wenn wir dann jetzt wirklich mal in Kürze endlich eine Achterbahn bauen wollen. Dafür brauchen wir dann natürlich dementsprechend auch Einnahmen. Weil sonst können wir uns eine Achterbahn ja gar nicht erst leisten. Das ist so eine Sache. So, zack, das stellen wir da hin. Hier haben wir ja jetzt den Dude, der dann die VIP-Pässe überprüft. Deswegen tun wir dem mal hier so schön noch ein Gebüsch dran stellen, damit der da nicht ganz so eingebunkert ist in dem Ding. Und was haben wir denn hier? Hey. Ach so, da ist die Hütte. Okay, die wird nur ausgeblendet, wenn ich da so nah rangehe. Okay, ja, dann machen wir hier nämlich schön die Gebüsche noch hin. Dann könnten wir mal hier schön noch so einen Rosenbusch oder was das auch sein soll hinstellen. So einen schönen roten dazwischen. Und hier könnten wir jetzt nochmal so einen dazwischen tun. Und dann färben wir den nämlich schön ein in lila. Das fehlt hier so ein bisschen. Hier könnten wir dann auch sagen, die machen wir beide schön lila, die Büsche. Dann sieht das nämlich hier richtig, richtig schick aus. Und dann haben wir hier, ich glaube, da sogar ein bisschen das dunklere Lila. Das sieht nämlich ein bisschen schicker aus. Und dann haben wir das nämlich schon mal so weit gut vorbereitet bekommen. Hier, dass wir jetzt nochmal hier mit Gebüschen vielleicht arbeiten können ein wenig. So, zack. Genau, das nehmen wir da noch hin und dann hauen wir hier noch eins davon hin. Und dann ist das ja schon relativ schick alles hier. Das machen wir noch schön hellblau, würde ich sagen. Oder dieses bläuliche Grün. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Obwohl, ich könnte auch mal überlegen, hier ein Gebüsch zu machen, wo ich weiße Blut dran knalle. Sowas hier. Ja, Mann, das sieht auch richtig schick aus. Weiß geht auch immer. Das passt auch immer sehr gut zwischendurch rein. Und hier müssen wir jetzt auch mal gucken. Hier können nämlich auch so kleinere Gebüsche vielleicht noch hin. Oder sogar vielleicht eins von diesen etwas größeren. Das können wir hier dazwischen knallen. Müssen wir nur mal ein klein bisschen noch verschieben. So, zack, dann wuchert das halt hier so ein bisschen rein. Da können wir jetzt aber mal gucken. Dann machen wir dann doch mal so ein bisschen bläulich. Genau. Und dann wollte ich nämlich noch von diesem hellgrünen hier welche hinstellen. Die gehen nämlich auch immer relativ gut hier zwischen. Ja, da passt eins gut hin und hier passt nochmal eins gut hin. Obwohl, ja doch, 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 das können wir so lassen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal eben, wie viel haben wir denn hier jetzt schon? 78%, ja. Jetzt werden wir natürlich nochmal ein bisschen mehr rausholen, denn es fehlt noch etwas ganz Wichtiges, was nochmal so einen richtigen Schub gibt. Das sind nämlich die Lautsprecher, wenn man die in seiner Warteschlange hier drin hat. Die geben natürlich nochmal, gerade was die Bewertung angeht, echt einen enormen Schub dazu. Deswegen, da hauen wir jetzt auch noch welche von rein und dann sollte das auch schon bald passen. Weiß gar nicht, wir haben ja auch noch Musiklautsprecher, die können wir hier anbringen. Ne, dann haben wir das nämlich auch geregelt. Dann sollte das auch passen. So, zack. Und dann können wir den nochmal so ein bisschen drehen hier. Na komm schon. Ah. Genau, so passt das perfekt. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir schon 100%. Seht ihr, so schnell geht das. Hier werden wir dann später auch noch ausdekorieren. Ich kümmere mich jetzt erstmal nur darum, dass die Attraktionen, die schon stehen, erstmal einfach ihre Bewertung auf 100% bekommen, damit wir so schnell wie möglich den Park eröffnen können. Das ist nämlich eine Sache, die ist jetzt super, super wichtig, Leute, dass wir den Park eröffnet bekommen. So, hier nehmen wir ein paar Felstannen, die können wir jetzt hier hinstellen. Hier könnte man überlegen, auch wieder mit einem kleinen Teich zu arbeiten. Ich hätte da sogar noch die Idee. Ja, ich bin am überlegen, ob wir hier den Fluss sogar nachher noch erweitern, dass er dann hier so rumgeht und dann hier
Müssen wir mal schauen. Das werden wir dann, wenn ich das machen sollte, im Livestream machen. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das dann wirklich im Livestream plane, weil das ist dann schon eher etwas größere Operation, wenn ich das mache. So, dann nehmen wir hier wieder ein bisschen Felstan, dann stellen wir davon nämlich auch welche auf. Dann hat sich das nämlich auch schon mal erledigt hier. Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schick aus. So, dann kommen hier noch welche hin. Sehr gut. Und dann haben wir das nämlich auch schon geschafft. Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Da haben wir schon fast 50% alleine nur mit den Felstannen rausgeholt. Ja, wichtig ist, dass wir halt einfach mit dem Park ein paar Einnahmen jetzt langsam erzielen, weil, ich sag mal so, wenn wir mit 4000 starten und das noch auf der hohen Kante haben, ist das gar nicht mal so verkehrt. Da kann ich sogar überlegen, noch eine weitere Attraktion zu bauen oder sogar vielleicht etwas zu forschen. Das kann ich mir dann im Nachhinein jetzt überlegen, was ich da machen will, um quasi den Gewinn noch weiter auszubauen. Aber ich bin mal gespannt, ob 4 Attraktionen reichen werden, um gute Einnahmen zu erzielen. Ich meine, wir haben einen schönen ausgewogenen Park gebaut, weil es geht hier in sämtliche Richtungen. Das muss man halt auch mit beachten. Wir haben hier schon Läden. Hier wollte ich ja sowieso einen kleinen Laden hinbauen, einen Souvenirladen. Den könnte ich schon mal forschen. Das könnte ich dann in Auftrag geben. Das mache ich auch schon mal, damit ich das nicht vergesse. It's Fantastic gibt's dann. Sehr schön. Den werden wir dann als nächstes jetzt forschen, damit wir da was haben auf jeden Fall. Und dann baue ich jetzt hier erstmal die dazwischen. Dann kommt das dahin. Ah, hier kommt der hin. Ja. Hier kommt dann ein Rosenbusch hin. Würde ich sagen. Also ein Rosenbusch. Immer was Gutes und Feines. Hier hauen wir dann so Berberitzen hin. Die sind gut und fein. Die können wir gut gebrauchen. Und hier hauen wir dann so grüne, genau, so hellgrüne Gebüsche noch rein. Das ist dann auch in Ordnung. Dann können wir hier noch ein bisschen mit den kleinen Sachen arbeiten, ne? Die machen dann auch noch mal ein bisschen was weg. Und dann haben wir das hier nämlich auch schön ausdekoriert. So, jetzt müssen wir es nur noch umfärben. Hier mache ich dann bei den Dingern auf jeden Fall mal lila und den hier werde ich jetzt auch mal komplett weiß machen. Ich denke, weiß wird das auch richtig schick aussehen, ja. Hier weiß macht auch immer ordentlich was her. Hier könnte man jetzt überlegen, dass wir dann da ja so ein richtig schönes Blau nehmen. Ja, das passt auch gut. Zack, die mache ich definitiv lila. So, hier zwischen, da müssen wir einen Kontrast schaffen. Dann machen wir blau. Dann machen wir die wieder schön lila. Dann sieht das nämlich einigermaßen schick hier aus. Ja, sehr gut. Da haben wir mit den Gebüschen nämlich auch wieder schon ordentlich was gemacht. Und wir sind jetzt bei 55%. Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir alles in den grünen Bereich reinbekommen. Und was ich auch nicht vergessen darf, Leute, ich muss Kameras aufstellen. Kameras sind ganz wichtig. Weil die Taschendiebe, die sind ja echt schon sehr, sehr fleißig, was das Geklaue angeht. Und da müssen wir unseren Gästen auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit garantieren können. So, den ziehen wir jetzt ein bisschen hier rüber, den Baum, damit hier dazwischen schön die Gebüsche passen. Nämlich einmal hier so ein gelbes, einmal hier so ein gelbes, genau. Und dann werden wir hier nochmal schön ein rotes hinstellen. Hier nochmal schön ein rotes hin. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch. Dann kommt hier nochmal ein Gebüsch hin. Und dann können wir hier nochmal schön mit den Gebüschen arbeiten. Dann haben wir das nämlich auch sehr, sehr schick. Hier haben wir jetzt nochmal so ein grünes. Das stellen wir mal hier auf. So, zack. Dann machen wir da ein blaues hin. Genau. Hier, das färben wir in lila um. Das hier färben wir auch in lila um. Ah, sehr gut. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier auch mal ordentlich reinbauen, dass wir das alles hier geregelt bekommen. Damit das auch hier stimmt. Zack. Sehr gut. So, haben wir das nämlich auch. Und dann können wir direkt gleich zur nächsten Attraktion gehen. Hier werde ich jetzt auf jeden Fall so ein großes rotes noch hinmachen. Die sind auch immer schick. Die hätten sie noch vielleicht einstellen sollen, dass man das umfärben kann, das rote Gebüsch hier. Weil das wäre richtig cool, wenn man das auch noch einfärben könnte. Ich glaube, da würden echt sehr schöne Sachen mit rauskommen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Keine Ahnung, mal abwarten. Ich weiß gar nicht, ob es schon Infos zum nächsten Update gibt, was kommen soll jetzt nach dem 1.2er. Oder ob dann jetzt ein kostenpflichtiges Update ansteht. Weil es wird bestimmt, denke ich mal, auch Add-ons geben für das Spiel.
Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Finde auf jeden Fall cool, was man jetzt schon alles machen kann. Ne? Also wir werden mit dem Park noch richtig, richtig viel Spaß haben. Da werden wir noch sehr, sehr lange dran sitzen. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Und die Parts kommen ja auch wirklich regelmäßig. Also das muss man ehrlich mal sagen. Mittlerweile, ne, die Parts, die ich hier immer bringe, die kommen wirklich sehr, sehr regelmäßig. Da kann sich echt niemand beklagen. So, oh Gott. Das ist noch manchmal echt ein bisschen heftig, wie der die hier dreht. Ja, sehr schön. Ja, würde ganz gerne, wenn das geht. Lautsprecher. Ganz so heftig. Das ist nicht mehr normal. So. Ich glaube, jetzt kann ich hier so ein bisschen nach draußen holen. Genau, zack. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch. Und dann hauen wir hier jetzt. Ja. Dann hauen wir hier jetzt auch noch welche davon rein. Dass wir das haben. Dann sollte das nämlich auch passen. So, und dann machen wir hier noch einen Stein hin. Moment, wo haben wir den? Haben wir den Stein da? Haben wir einen schönen feinen Stein. Den können wir dann noch hier schön dran setzen. Da passt ja gut. So. Sehr gut. Und dann kommt da noch schön Lautsprecher dran. Mal ganz kurz schauen hier. So, zack. Genau. So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Und wie viel haben wir jetzt? 97. Ja, komm, das ist ja nur ein Gebüsch oder so. Oder zwei Gebüsche. Und dann haben wir das hier auch schon fertig ausdekoriert. Dann läuft das hier. Dann können wir in der nächsten Folge nämlich den Laden auf jeden Fall am Laufen lassen. Dann machen wir hier schön blau. Hier machen wir schön lila. Also wie gesagt, das wird auch noch alles schöner ausdekoriert. Mir geht es jetzt gerade darum. Dekoriere die erstmal einigermaßen aus, die Sachen. Hier können wir noch Szenerie hinbauen. Aber mir geht es gerade erstmal nur darum, dass ich die Sachen so weit bekomme, dass ich die einfach aufmachen kann. Und dass wir hier Einnahmen jetzt mit dem Park. Ne? Das ist das Wichtige gerade. Das möchte ich erreichen. Und dafür müssen wir einfach jetzt erstmal gucken, dass wir alles so weit bekommen, dass wir hier schön das machen können. So, da haben wir jetzt 100%. Dann können wir jetzt hier anfangen. Hier passt auch super schön Szenerie dazwischen. Also das sind echt schöne, tolle Flecken, wo man richtig geil was machen kann. Muss man sich halt nur was einfallen lassen. Wenn wir hier erstmal schön mit Tannenbäumen arbeiten. Ja, die Tannen, die sind ja immer, die eignen sich super gut. Das Ding ist, es werden sich auch viele immer wundern, warum ich so viele Bäume verbaue. Die Bäume geben halt einen mega krassen Schub, ne? Das darf man nicht vergessen. Die Bäume, die geben ultra viel, ne, das mache ich nochmal rückgängig, ultra viel Prozente. Pass mal auf, ich habe jetzt nur Bäume hier gemacht. Ich werde jetzt hier noch zwei Stück hinstellen, damit das einigermaßen dick aussieht. Ich habe nur Bäume gemacht und guckt euch das mal an. Ich bin jetzt alleine schon bei 82%, ja, und das nur von den Bäumen her. Ne? Deswegen, also das gibt schon super, super viel dazu. Und wenn man das echt relativ hoch boosten will. Und ich bin jemand, ich mag das, wenn so ein Freizeitpark, wo so viel Industrie und alles ist, durch die Maschinen, die dort stehen, ja, diese ganzen Maschinen, die Geräte, die Attraktionen. Ich mag das, wenn er dann auch grün ist dazu, ne? Wenn er sehr naturverbunden ist, halt einfach. Ich mag das. Ich finde das richtig, richtig schick. Und so will ich auch gerne meinen Freizeitpark weiterhin bauen, weil so fühle ich mich da wohl. Und ja, ich hoffe, dass das für euch in Ordnung geht, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich hoffe, ihr seid genauso naturverbunden wie ich. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier noch ein bisschen Stein holen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Brauchen wir nämlich jetzt hier noch einen schönen Fels hin. Gott, den müssen wir noch ein bisschen drehen so. Obe ist ein bisschen riesig, ne? Ne, dann nehmen wir lieber einen anderen. Nehmen wir lieber ein bisschen kleineren. Hier, der. Der ist perfekt. Den können wir hier schön hintun. Können wir da nämlich schön nachher Lautsprecher reinhauen. So, und dann nehmen wir hier wieder von den Gebüschen welche. So. So. Nee. So. Kommt das dazwischen noch. Sehr schön. Dann machen wir das schön blau. Das machen wir lila. Das machen wir blau. Dann machen wir das hier knallrot. Ich schön rot. Hier stellen wir wieder ist ein. Sehr gut. Jetzt hauen wir da noch die Lautsprecher rein. Ja, dann haben wir es schon soweit. Dann könnten wir eigentlich jetzt in der Folge sagen, wir öffnen den Park. Ja, machen wir auch.
Da muss ich gleich nur noch Kameras hinstellen, ne? Und dann haben wir das schon, ja. Und ich habe fast 4000 Dollar sogar noch übrig. Also das ist schon nicht schlecht für einen Anfang. Und wir haben ja schon das gut ausgebildete Personal. Da muss ich mir auch keine Sorgen drum machen. Also das wird auch alles noch hinhauen. Außer bei den Läden, da muss ich jetzt die Leute neu ausbilden. Das ist natürlich eine etwas nervigere Geschichte, ist aber auch nicht so tragisch. Sollten wir auch hin. Ja, dann ziehen wir den noch mal ein bisschen nach vorne. So, damit das einigermaßen schöner aussieht. Und jetzt haben wir hier auch 100%, 100%, 100%, 100%. Sehr geil, dann starten wir das Spiel. Dann gehen wir hin. Sagen, zack, der Park ist offen. Und eröffnen unsere Attraktionen. Zack. Und hier auch. Zack. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wegen Parkeintrittspreisen und so. Ja, hier haben wir 3, da machen wir mal Standard 4. Und den Familiendings lassen wir noch so, wie er ist. Ja, und da kommen auch schon die ersten Parkbesucher. Sehr, sehr schön. So, und den Heads Fantastic, den haben wir ja gerade am Erforschen. Den ziehen wir mal hoch auf 750 im Monat, damit das nicht so lange dauert. Und dann lassen wir mal die Zeit sehr schnell laufen. Weil dann baue ich nämlich hier mir einen richtig schönen Heads Fantastic Laden noch hin. Da müssen wir mal gucken. Entweder baue ich mir den vor, was ich wirklich als eine gute Option eigentlich sehe. Ah, es läuft schon mal sehr, sehr gut hier. Gehen auch viele Leute hin, ne? Hier gibt es dann die Premium-Pässe zu kaufen. Die können die Leute holen. Ja, und ich erziele auch schon die ersten Einnahmen. Also, das ist schon mal gut am Laufen hier mit dem Park. Oh, übrigens, Kameras. Wir machen mal langsamer. So, jetzt stellen wir erstmal Kameras schön noch auf. Die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Auf gar keinen Fall. So, stellen wir hier die Winkelausrichtung ein. So, dann werden wir nämlich hier schön Kameras aufstellen. Nee, ich glaube, so ist besser. So, zack. Hier haben wir ja schon Kameras, das passt also. Ja, hier sind noch ein bisschen so sehr öde Flecken, muss ich ehrlich zugeben. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir da dann noch ein bisschen dicker alles machen. Aber das kriegen wir hin. So, dann stellen wir eine hier hin, eine da hin, eine hier hin. So. Moment. Warum ist die Winkelausrichtung eigentlich nicht an der Oberfläche ausrichten? Oh, hoppla. So, und dann stellen wir hier eine auf. Ja, sehr gut. Ich mache schon gute Einnahmen. Machen schon gute Einnahmen. Hier werden wir definitiv eine hinstellen. So, dann kommt hier noch eine hin. Stellen wir hier so auf, genau. Dann stellen wir hier noch eine auf. Stell ich mal. Ich glaube, so ein bisschen so. Genau. So, wenn jetzt hier einer versuchen sollte zu klauen, den sollten wir eigentlich erwischen. Ohne Probleme. Ja, und hier kommen immer noch Gäste hin. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben jetzt im Park gerade mal 500 Besucher. Und wir haben schon echt gute Einnahmen erzielt. Das ist bestimmt vor allen Dingen auch der Premium-Pass, der so heftig zieht. Und man sieht das auch schon, die Warteschlangen. Ja, die funktionieren relativ gut anscheinend. Da gibt es auch Leute, glaube ich, schon, die einen Premium-Pass benutzen, oder? Hm, geht so, ne? Also die Besucherzahlen, die gehen auf jeden Fall schon hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und man muss ja ehrlich dazu sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel gebaut, aber hier passen schon echt gut Besucher rein. Und der Park hat halt gerade bewertungsmäßig schon echt einen guten Platz erzielt. Und ja, ihr seht es schon, also geldlich, ne? Das läuft richtig, richtig gut hier. Wir könnten jetzt nur mal wegen unserem Personal schauen, dass wir das auf jeden Fall kurz noch ein bisschen weiterbilden. Hier übrigens, die Forschung ist fertig. Sehr schön, da können wir ein Heads Fantastic bauen. Dann werden wir das in einem nächsten Video, denke ich mal, machen. Da werde ich mal gucken, ob ich dann eine Timelapse mache, wo ich dann den Heads Fantastic baue. Personal, hier haben wir es. Sehr schön. Dann können wir die nämlich alle erstmal fortbilden. Hä? Warum habe ich hier denn 4 Stück? Ich habe hier 1, 2 Läden. Ach so, die mit den Tickets, mit den VIP-Dingern, ne? Die sind ja auch noch hier, darf man nicht vergessen, ne? Die müssen wir auch fortbilden, ja? Da müssen wir denen auch ein bisschen mehr Geld geben noch. Da würde ich sagen, erhöhen wir bei allen auf 165. 15 Dollar kriegen die mehr. So, zack. Sehr schön. Und habe ich meinen Hausmeister zum Saubermachen? Ne, der ist auch noch nicht so ausgebildet. Den werden wir auch noch mal ein bisschen hier erhöhen. Sehr schön.
Ja, da haben wir schon mal guten Umsatz erzielt. Und es sind jetzt mittlerweile fast 800 Parkbesucher. Und man sieht das auch, die Warteschlangen, die füllen sich noch. Die sind aber nicht überall komplett überfüllt. Also das läuft richtig, richtig gut. Gerade die Attraktion hier. Oh, der VIP-Pass wird bei der hier echt sehr viel sogar benutzt. Das ist schon mal natürlich sehr nice. Ja, das ist, also da lohnt sich das auf jeden Fall hier mit dieser VIP-Warteschlange. Ja, schon mal gar nicht mal so schlecht. Da haben die Leute auf jeden Fall schon mal mega die Vorteile mit, die sich den VIP-Pass geholt haben. Und ja, das war's eigentlich schon mit der heutigen Folge Planet Coaster. In der nächsten werden wir dann hierfür dann den Heads Fantastic bauen, damit er hier perfekt hinpasst. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren. Anscheinend ist das hier echt gut gemacht alles so. Das passt eigentlich bisher von den Warteschlangen. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von Planet Coaster verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren und nicht vergessen, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, Planet Coaster Livestream. Da werden wir versuchen, unsere erste Achterbahn zu bauen, wenn ich so viel Geld bis dahin endlich erwirtschaftet kriege. Sieht aber gut aus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!